Baby. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Wir sind hier am Roche Champion. Vor uns ist die Schweiz und hinter uns ist Frankreich. Wir laufen durch den Risowald auf den Spuren von früheren Schlepper und Schleuser. Tief in den Wäldern vom Valle des Choux findet sich eine Gedenktafel. Sie erinnert an die jüdischen Flüchtlinge, die im Zweiten Weltkrieg von Frankreich in die Schweiz geflüchtet sind. Die Aurelie Kleiner hat noch einen Urgroßvater, der als Schlepper mitgeholfen hat. Sie zeigt uns seinen Pass und eine Aludose. Es gab einen Bleistift und Blätter und sie konnten kodierte Nachrichten schreiben zwischen die Schweizer und die Franzosenagenten. Später zeigt sie uns die gefährlich steilen Hänge, wo die Geflüchteten haben müssen bezwingen, oft mit letzter Kraft. Mit seinen 2200 Hektaren ist der Risowald die grösste Waldkette von Europa. Immer wieder begegnet uns Grenzsteine. Mal laufen wir auf französischem, mal auf schweizerischem Boden, mal wissen wir nicht so genau, auf wem sein Boden wir gerade laufen. Hast du die Identitätskarte dabei, Thomas? Oh, schau, da ist der Grenzstein. Da sind wir auf Schweizer Boden, ein Schritt weiter ist Frankreich. Bald tut sich eine riesige Fläche auf. Wir stehen auf dem Roche Champion, der ebenfalls eine natürliche Grenze bildet zwischen dem Departement Jura und Thun. Was uns während unserer Wanderung immer wieder sehr fasziniert, sind die Trockenmauern, die man überall sieht. Sie ziehen sich kilometerweise durch die Wälder. Dass der Wald fast ein bisschen etwas Verschlingendes hat, wird einem bewusst, wenn man mehr und mehr in ihn einläuft. Ich muss an die Flüchtlinge denken. Ohne Hilfe durch die Schlepper hätten sie keine Chance gehabt. Man kann sich in diesem grossen Wald wirklich gut verlaufen. Wir sitzen hier auf einer Trockenmauer. Das ist der Grenzverlauf. Rechts ist die Schweiz, links ist Frankreich. Und wo die Flüchtlinge da waren, haben sie den strengeren Teil der Flucht schon hinter sich gehabt, den gefährlicheren. Der Aufstieg über das Felsband auf der französischen Seite. Was auch fasziniert, sind die vielen Fichten, die es hat. Weil die hier in diesem gesunden Wald bis zu 350 Jahre alt werden, sind sie sehr begehrt, vor allem bei den Geigenbauern und natürlich auch bei den sogenannten Baumpflückern. Der Thomas geht jetzt unter Baumpflücker. Er umarmt eine Fichte. Vielleicht kannst du noch schnell erklären, warum. Ich glaube, du willst den Klang hören oder so. Nein, die Fichte ist ja in Zeiten von Covid das Einzige, was man noch umarmen darf. Immerhin. Aber es gibt wirklich Baumpflücker. Die sind auf der Suche. Suchen sich die richtigen Fichten für den Instrumentenbau. Ja, die besonders gute Resonanz haben. Ja. Und das testest du jetzt für uns. Ja, weil ich mich auskenne. Und? Ich höre es auch mal. Was sagen sie? Ja, da braucht es ein bisschen mehr Know-how, als ich bieten kann. Während unserer ganzen Wanderung durch den Wald treffen wir auch auf viele Schutzhütten, die einst für die Waldarbeiter gebaut worden sind. Heute sind die auch für die Wanderer offen und benutzbar. Well, you know, it just couldn't. My love is strong. Ich sehe nur einen Schnaps. Hinter dir. Ja, der wird leer sein. Wir brauchen aber definitiv keine Schutzhütte mehr. Nach so einem langen Tag wird man nur noch eins möglichst schnell liegen. Alternativ lädt der Lac de Joux zum Erfrischungsbad ein.
Der Thomas lässt sich das nicht zweimal sagen. Auch wenn wir auf 1004 Meter oben sind und das Erfrischungsbad sich wirklich als sehr frisch erweist. When we're apart, you know I'm driven to distraction. I get a heavy heart, thinking about a little midnight action. If you didn't exist.